Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe euch ja schon ganz viel über mein Fahrrad erzählt und die Geschichte, das Drama, das kommt jetzt zu einem vorläufigen Ende. Und zwar ist das Ende anders, als ich es mir gedacht habe. Runmove ist pleite. So einfach ist es und davon handelt das heutige Video. So, ich habe ein Wahnsinnsglück. Wenn ihr mein letztes Video zu dem Thema gesehen habt, dann wisst ihr, dass mein Fahrrad momentan in Utrecht ist, in den Niederlanden. Und da war es ungefähr 2 Wochen und ich konnte den Status des Fahrrades jederzeit abfragen und deswegen wusste ich, das Fahrrad hat ungefähr 2 Wochen auf Reparatur gewartet. Und dann ging alles plötzlich ganz schnell. An einem Samstag war das Fahrrad plötzlich repariert. Reparaturstatus, Reparatur abgeschlossen, dein Fahrrad fährt wieder einwandfrei, die Rechnung erhältst du nach der Bezahlung. Hier sehen wir die Gesamtkosten und wir sehen uns auch gleich nochmal an, was im Einzelnen repariert wurde. Und ich frage mich, warum ich jetzt Geld bezahlen soll. Ist ja nicht mein Fehler, dass das Fahrrad an mich fehlerhaft ausgeliefert wurde. Und das ist ja auch das, was OneMove anscheinend letztendlich das Genick gebrochen hat, die hohen Folgekosten der Reparaturen von VanMoof S3 und X3 Fahrrädern. So, dafür soll ich jetzt bezahlen, weil der E-Shifter, der selbst entwickelte, der schon tausendfach zuvor kaputt gegangen ist bei vielen anderen Fahrrädern, weil der eben fehlerhaft ausgeliefert wurde und die Kosten versuchen sie jetzt auf mich abzuwälzen. Und selbst wenn ich das bezahlen wollen würde, was ich natürlich nicht will, möchte ich natürlich mein Fahrrad wieder haben. Und ich hätte nicht mal eine Möglichkeit, das zu bezahlen. Ich habe jetzt mal ein paar Tage gewartet, bin davon ausgegangen, die schicken mir das womöglich wieder zu. Und dummerweise ist in der Zwischenzeit gerade jetzt die Firma pleite gegangen, was sich ja, glaube ich, im letzten Jahr schon mal abgezeichnet hatte oder im vorletzten Jahr. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht's weiter? Mein Fahrrad ist immer noch in Utrecht. Und wenn man dem Chatbot jetzt versucht, eine Frage zu stellen, dann antwortet er sofort mit: Wir wissen, dass ihr eine Menge Fragen habt, und präsentiert uns daraufhin einen Link, der uns eben zur aktuellen Situation von VanMoof führt. Und das will ich jetzt mit euch zusammen mal durchlesen. So, was steht nun drin im Dokument? Ich habe das Dokument der Einfachheit halber mal durch den Google-Übersetzer gejagt. Wir lesen uns das auf Deutsch durch. Deswegen entschuldigt, falls die Übersetzung hier nicht perfekt ist und gebt bitte Google die Schuld und nicht mir. Am 17. Juli 2023 erklärte das Gericht von Amsterdam die OneMove Global Holding BV, OneMove BV und OneMove Global Support BV für insolvent. Zu den Treuhändern wurden irgendwelche Personen ernannt. Die juristischen Personen außerhalb der Niederlande befinden sich nicht in einem Insolvenzverfahren. Wird VanMoof seine Aktivitäten fortsetzen? Die Treuhänder bereiten derzeit einen Verkaufsprozess für die Vermögenswerte und Aktivitäten von VanMoof vor, um eine Partei zu finden, die bereit ist, die Aktivitäten von VanMoof fortzuführen. Kunden, das ist das, was für uns wichtig und relevant ist. Wird mein Fahrrad durch die Insolvenz nicht mehr funktionieren? Nein, Ihr Fahrrad bleibt funktionsfähig und fahrbar, da wir bestrebt sind, unsere App und Server online zu halten. Und die fortlaufenden Dienste für die Zukunft sicherzustellen. Da unvorhergesehene Umstände eintreten können, empfehlen wir Ihnen, einen Ersatzentsperrcode zu erstellen, damit Sie Ihr Fahrrad über die Tasten an Ihrem Lenker entsperren können. Anweisungen zum Erstellen, Zurücksetzen eines Backup-Freischaltcodes finden Sie in unserer Wissensdatenbank. Welche Auswirkungen hat die Insolvenz der niederländischen Unternehmen auf die anderen Unternehmen außerhalb der Niederlande? Wir untersuchen und verstehen immer noch die Auswirkungen der Insolvenz der niederländischen Unternehmen auf die anderen juristischen Personen. Unser Ziel ist es, diese Unternehmen wie gewohnt weiterzuführen. Wenn wir diesbezüglich Neuigkeiten haben, werden wir Sie darüber informieren. Ich habe eine offene Bestellung für einen Ersatz, Fahrradzubehör oder Teil. Erhalte ich diese Artikel weiterhin und wann? Derzeit sind ausgehende Lieferungen eingestellt. Abhängig vom Ergebnis des Verkaufsprozesses wird entschieden, ob offene Bestellungen erfüllt werden können. Sobald wir Neuigkeiten zu diesem Thema haben, werden wir diese mitteilen. Mein Fahrrad muss repariert werden. Kann ich Reparaturen erneut vereinbaren und wann? Derzeit ist es nicht möglich, in den VanMoof-Filialen in den Niederlanden einen Reparaturtermin zu vereinbaren. Abhängig vom Ergebnis des Verkaufsprozesses wird entschieden, ob die Reparaturen in den VanMoof-Filialen fortgesetzt werden. Mein Fahrrad wird in einer niederländischen VanMoof-Reparaturwerkstatt repariert.
kann ich mein Fahrrad abholen? Ja, alle reparierten und unreparierten Fahrräder, die den Fahrern gehören und sich derzeit in einem der Funmove-Reparaturgeschäfte in den Niederlanden befinden, können von den Fahrern abgeholt werden. Die Treuhänder überlegen derzeit, wie sie die Abholung der Fahrräder durch die Kunden in den Filialen am besten organisieren. Sie werden die einzelnen Fahrer kontaktieren, sobald der Abholplan fertiggestellt ist. Leider kann es vorkommen, dass Ihr Fahrrad bei der Abholung nicht repariert ist. Ich muss ein Ersatzteil für mein Fahrrad bestellen. Wann wird das wieder möglich sein? Bereits Anfang des Jahres hat Funmove den Verkauf und Versand einzelner Ersatzteile an Kunden eingestellt. Abhängig vom Ausgang des Verkaufsprozesses ist es möglich, dass diese Option erneut angeboten wird. Vorauszahlungen und Rückerstattungen. Den Treuhändern sind die geleisteten Vorauszahlungen und die beantragten Rückerstattungen bekannt. Einzelheiten hierzu sind bekannt. Unbeschadet der eigenen Verantwortung des Kunden, seine Rechte im Zusammenhang mit getätigten Bestellungen und Zahlungen zu wahren und zu prüfen. Für die Kunden, die diese Ansprüche im Insolvenzverfahren anmelden möchten, richten die Treuhänder hierfür spezielle Verfahren ein. Weitere Informationen zu diesem konkreten Verfahren erhalten Sie nach Abschluss des Verkaufsprozesses. Soll ich meine Bestellungen stornieren? Was passiert dann, wenn Sie Ihre Bestellungen stornieren, aber bereits eine Vorauszahlung geleistet haben, lesen Sie bitte die Antwort auf die vorherige Frage. So, im Wesentlichen war es das. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und ob ich mein Fahrrad jemals wiedersehe und ob ich das ernsthaft persönlich abholen muss. Das kann ich mir nun beim besten Willen irgendwie gar nicht vorstellen alles. Ich bin gespannt, was die Treuhänder für einen Plan entwickeln. Vielleicht weiß der Rechtsanwalt Herr Solmecke da nochmal was zu dem Thema zu sagen, wenn die Rammstein-Skandale erstmal ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind. Das wäre spannend, das fände ich super. Und ansonsten war es das. Ich bin ziemlich frustriert, wie ihr euch vorstellen könnt. Wie geht's euch? Hinterlasst mir gerne einen Kommentar zum Thema. Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder mit hoffentlich besseren Nachrichten. Macht's gut. Danke fürs Interesse. Danke fürs Zuschauen.